ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und eine nicht minder spannende Zeit vor uns. Ende 2019 blickten wir hoffnungsvoll und optimistisch auf den Beginn der neuen Dekade. Alles war irgendwie schon so, wie wir es von früher kannten, schätzten und liebgewonnen hatten. Das Leben war unbekümmert und im Nachhinein betrachtet spürbar leicht. Wir Menschen sind dazu gemacht, Erlebnisse zu teilen, gemeinsam unvergessliche Momente zu schaffen. Mit Freude und Freunden das Leben genießen, war das Gebot der Stunde. Alles schien wie immer weiterzugehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Auf einmal Stille, große Überraschung. Das Unausweichliche. Schließung der Skigebiete und touristischer Infrastruktur. Lockdown. Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Verunsicherung und Ungewissheit. Die Zeit schien still zu stehen. Doch es liegt in der Natur des Menschen und insbesondere der Ötztaler und Ötztalerinnen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Zusammenzuhalten und das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Investitionen und Planung für ungewisse Zeiten sowie harte Arbeit machten sich bezahlt. Und es wurde, mit Abstand, ein beinahe unbeschwerter Sommer. Viele treue und liebgewonnene Gäste besuchten wieder unser Tal. Und jetzt? Die Zukunft weiter ungewiss. Doch jede Krise birgt auch eine Chance. Nutzen wir diese Chance zum Wohlergehen für uns alle. Weil es an der Zeit ist, wieder zu leben.